Moin Leute, heute spreche ich mit euch über die Verknüpfung von YouTube mit Google+. Am Anfang war ich selber ein sehr skeptischer Mensch, aber als ich dann letztens selber meinen YouTube-Account mit Google+ verknüpft habe, sind dann meine ganzen Vorurteile weggegangen. Daher werde ich euch die Vorteile der Verknüpfung und die Nachteile der Verknüpfung nennen. Es werden einmal Hangouts, Google+-Kreise, Social Media als großer Kreis an sich, darunter fällt Social Feed und alle meine Kanäle. Und der dritte Punkt, Community, also Kommentarverknüpfung. Und die Nachteile werde ich euch nachher später dann erläutern. Dann kommen wir zum ersten Punkt, Hangouts. Gerade für größere Communities sind Hangouts sehr interessant. Denn man selbst als YouTuber kann mit den ganzen Fans bzw. Zuschauern interagieren. Man selbst kann diese ganzen Kommentare mit einem Moderationstool beantworten. Man klickt dann diesen Kommentar an, die Leute sehen, dass dieser Kommentar gerade angeklickt wurde und sehen, dass dieser Kommentar sofort live beantwortet wird. Dann habe ich noch das große zweite Thema Social Media. Das wären als erstes mal die Google+-Kreise. Das heißt, man kann sich verschiedene Kreise erstellen, zum Beispiel Top-Fans oder andere YouTuber. In diesen Kreisen kann man die Privatsphäre einstellen. Wenn du zum Beispiel Top-Zuschauer hast, die deine Kommentare oft beantworten und sowas, kannst du zum Beispiel besonderes Material nur für sie sichtbar machen. Dann wäre dann noch der Social Feed. Im Social Feed siehst du die ganzen neuen Videos der anderen YouTuber. Was ich auch sehr cool finde, ist, wenn du einen YouTuber in deinen Kreisen hast, der einen YouTuber abonniert hast, den du auch abonniert hast, dass du dann sofort siehst, dass dieser YouTuber den auch abonniert hat. Was ich aber am besonders coolsten finde, ist, wenn du deine Google+-Seite mit deinem YouTube-Account verknüpft hast, dass du jemanden auf deiner Google+-Seite als Administrator ernennen kannst. Dieser Administrator hat dann quasi auch Zugriff auf deinen Account und kann deinen Account mitverwalten. Der dritte und letzte Punkt ist die Verknüpfung mit YouTube und Google+-Kommentar. Das heißt, wenn jemand dein Video auf Google+ geteilt hat und da kommentiert, dass man die Kommentare direkt auch auf YouTube sehen kann. Für einen selber ist auch noch die Kommentarmoderation sehr cool. In der kann man sehen, welche Kommentare neu veröffentlicht wurden und man kann sehen, welche Kommentare als Spam markiert wurden. Da haben wir auch in dieser Kommentarmoderationsfunktion eine Blacklist und eine Whitelist. Das heißt, Leute, die nicht kommentieren sollen, kannst du direkt in die Blacklist packen. Oder Leute, die immer kommentieren dürfen, kannst du in die Whitelist packen. Ja, das waren die Vorteile. Und jetzt kommen die Nachteile, Mensch. Persönlich habe ich nur einen Nachteil gefunden. Das wäre, dass man bei YouTube-Kommentaren immer das Häkchen wegklicken muss, das auch auf Google+ geteilt werden soll. Ja Leute, jetzt habe ich sehr viel gelabert. Aber was hältst du von der Verknüpfung von YouTube mit Google+? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir noch einen Daumen hoch. Hat dir das Video nicht gefallen, dann gib mir einen Daumen nach unten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!